alles aufwendige Produktionen. Und jetzt werden Sie sich fragen, wie schaffen wir das, wo wir doch jeden Sonntag senden müssen? Die Antwort ist relativ simpel und einfach. Wir haben parallel immer zwischen 10 und 20 Filmen in Arbeit, jeden in einem anderen Stadium des Entstehens. Einige sind noch in der Recherche, bei anderen wird gerade am Drehbuch gebastelt. Manche sind so weit, dass die Dreharbeiten vorbereitet werden können. Andere werden gerade gedreht, einige sind in der Nachbearbeitung. Und wieder welche sind so weit fertig, dass sie dann abgeliefert werden können. Und je mehr sich die Fragen um normalerweise nicht sichtbare Dinge drehen, wie Strom, Elektronik, Luft oder was passiert in meinem Körper, desto schwieriger werden die Antworten. Und umso länger dauern die gedanklichen Vorarbeiten und vor allen Dingen umso schwieriger wird die verständliche Darstellung. Als wir vor etwa 40 Jahren damit angefangen haben, sah die Fernsehwelt noch ganz anders aus. Es gab damals in Deutschland ein Kinoverbot für Kinder unter 6 Jahren. Dieses Verbot wurde dann bei Einführung des Fernsehens 1:1 aufs Fernsehen übertragen. Das ließ sich aber weder kontrollieren, noch hielten die Eltern und die Kinder sich daran. Also beschloss man, wenn Fernsehen für Kinder schon nicht zu vermeiden war, dann sollte es doch irgendwie was ganz Einfaches herstellen. Das war dann eine Tante, die irgendwas vorlas oder ein Onkel, der irgendwas mit den Kindern bastelt. Dies fand alles hauptsächlich im Studio statt und die lieben Kleinen meist im Sonntagsstart. Und das war dem damaligen Redakteur des Westdeutschen Rundfunks, dem Gerd K. Mütte-Fering, zu wenig. Er sagte, wir müssen raus aus dem Studio und den Kindern Bilder aus der Umwelt liefern, in der sie leben. Leichter gesagt als getan, wir wussten auch nicht auf Anhieb, wie wir das anstellen sollten. Wir haben uns damals alle Dokumentarfilme angeschaut, die im Kino vor jedem Hauptfilm liefen und festgestellt, dass das nicht der richtige Weg sein könnte. Nach langen Diskussionen sind wir dann zu der Lösung gekommen, dass wir Kindern einen neuen Blick auf Dinge vermitteln wollten, mit denen sie jeden Tag umgehen. Es entstanden so Filme wie »Woher kommt das Brötchen auf dem Frühstückstisch?«, »Wie entsteht ein Bleistift?« oder »Wie wird ein Stuhl gemacht?« oder »Schuhe?« Ganz am Anfang auch noch ohne Kommentar und nur auf Musik geschnitten und für damalige Verhältnisse unheimlich kurz. Mit klaren, eindeutigen Bildern, denn wir wollten dem Bestandteil »Sehen« im Wort Fernsehen etwas mehr Bedeutung schenken und die Kinder zum genauen Hinsehen anregen. Und diese ersten Versuche waren alles andere als erfolgreich. Kritik kam aus allen Ecken. Die Lehrer und die Erzieher, die uns heute so furchtbar loben, warfen uns vor, ihr macht unsere Kinder sprachlos. Deswegen, weil die Filme eben ohne Text waren. Ihr müsst die Dinge doch benennen. Ja. Aus der linken Szene hier hieß es immer, ihr zeigt nicht die ausgebeuteten Massen. Und ihr seid die Tuis des Kapitals. Es gab praktisch keinen Vorwurf, den wir nicht auf die Ohren bekamen. Den linken waren wir zu rechts, den rechten waren wir zu links. Und es dauerte ungefähr 3 Jahre, bis sich das Blatt wendete. Und dann kamen die Fragen von Kindern, die sie zu Hause nicht beantwortet bekamen. Und die wurden im Laufe der Zeit immer komplizierter. Und zwar genau in dem Tempo, in dem sich unsere Umwelt technisch veränderte. Wie kommt die Musik auf die Schallplatte, waren die Fragen. Oder wie geht das mit der Zeitansage im Telefon? Oder wie kommen die Löcher in den Käse? Und so schlitterten wir langsam, aber sicher und unaufhaltsam immer weiter in die Darstellung immer komplizierterer Vorgänge. Ein deutlicher Einschnitt waren die Einführung der Computer und der Handys. Da wollten die Kinder natürlich wissen, wie die funktionieren. Alles hochkompliziert und schon befanden wir uns unversehens im Bereich, den man heute Wissenschaftsvermittlung nennt. Und ich glaube, wir waren deswegen so lange erfolgreich, weil wir uns allen diesen Fragen gestellt und versucht haben, eine ehrliche und verständliche Antwort zu finden. Und das hat auch dazu geführt, dass wir heute eine Menge Erwachsene als Zuschauer haben, die bei uns Antworten auf Fragen bekommen, die sie sich selbst nicht getraut hätten, mehr zu stellen. Und das hat zu kuriosen Folgen geführt. Manche Filme entwickeln tatsächlich ein Eigenleben. So traf ich neulich einen Physikprofessor von der Universität, der mir sagte, Ihren Erdölfilm,
den führe ich in den Vorlesungen meinen Studenten vor. Denn besser kann man es nicht erklären. Das war nun wirklich nicht unser angepeiltes Zielpublikum, aber so kann es manchmal gehen. Und wenn die Experten unsere Arbeit zu schätzen wissen, dann können wir nicht völlig gänzlich daneben gelegen haben. Nachdem ich eben gesagt habe, es gibt kein Rezept, komme ich jetzt zu ein paar Grundregeln, die wir uns selbst schon am Anfang gegeben haben. Erstens, wir sind nichts und niemandem verpflichtet, außer der Wahrheit, soweit wir sie erkennen können. Es wird weder für eine Firma, eine Institution, noch für ein Produkt geworben. Zweitens, jedes Thema wird vorurteilsfrei angegangen, also sine ira et studio. Drittens, kein Zuschauer muss vorher irgendetwas wissen oder irgendeine Vorbildung haben. Jeder Film muss sich in sich selbst erklären. Viertens, kein einzelner dieser kurzen Filme kann die Welt als Ganzes erklären. Jeder Film kann nur einen winzigen Aspekt behandeln. So wie ein einzelnes Steinchen in einem Mosaik auch nicht das ganze Bild dargestellt, sondern eben nur ein kleines Teilchen davon ist. Fünftens, wir sind nicht die Schule. Wir können und dürfen sie nicht ersetzen. Lernen in der Schule setzt ein systematisches Vorgehen voraus. Das kann bei uns nicht so sein. Jeder Zuschauer, der uns nächsten Sonntag zufällig einschaltet, muss uns genauso willkommen sein wie jemand, der schon Stammzuschauer ist. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass jemand schon 10 oder 20 Sendungen gesehen hat und entsprechende Vorkenntnisse hat. Sechstens, ganz wichtig, es soll Spaß machen, zuzuschauen. Deswegen arbeiten wir auch mit Tricks und Gags. Und niemand muss etwas lernen. Aber es ist nicht verboten, wenn man hinterher ein bisschen klüger ist. Siebtens, wir fangen immer mit etwas Alltäglichem an, das jeder kennt, auch jedes sprichwörtliche Kind. Achtens, wir bauen auf dieses ersten Bausteinchen dann den Film logisch und in kleinen Schritten auf. Das Ganze soll achtens eine Geschichte sein, mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Schluss. Und dabei gehen wir nach dramaturgischen und journalistischen Regeln vor und nicht nach Lernzielkatalogen oder Curricula. Zehntens, Fachbegriffe, wenn sie denn unumgänglich sind, müssen übersetzt werden. Elftens, Dinge, die nicht sichtbar zu machen sind, müssen mit Analogien dargestellt werden. Und dabei dürfen nur Sachen verwendet werden, die die Kinder aus ihrem Umfeld kennen, also aus Küche, Keller und Garten. Zwölftens, alle Bilder müssen von guter Qualität sein und klar und eindeutig sein. Special Effects nur da, wo sie zum Verständnis sinnvoll sind. Keine Effekthascherei, kein Firlefanz. 13. Alle Texte müssen in einer Alltagssprache gesprochen werden, aber keine sogenannte Jugendsprache. Wir biedern uns nicht an und wir machen einen deutlichen Unterschied zwischen kindlich und kindisch. 14. Wenn wir Fehler machen, dann geben wir die zu und versuchen, sobald wie es geht, sie zu korrigieren. In der nächsten, übernächsten Sendung, wann auch immer. 15. Keinerlei Marketing und schielen auf irgendeinen kommerziellen Erfolg. Wissensvermittlung für Kinder setzt also einiges voraus, nämlich erstens Wissenschaftler, die bereit sind, ihre Kenntnisse an unbedarfte Filmemacher weiterzugeben und sich deren Fragen zu stellen. Das kostet Zeit und die Übersetzung vom Fachchinesisch ins Deutsche ist mühevoll. Besonders für die Wissenschaftler. Zweitens, man braucht Autoren, die so lange fragen, bis es wehtut und bis sie es selbst bis ins letzte Detail verstanden haben. Drittens, Regisseure, die die Fantasie haben, daraus dann eine Geschichte und die stimmigen Bilder zu finden und zu entwickeln. Viertens braucht man Kameraleute, die mit den ungewöhnlichsten Techniken umgehen können. Von Infrarot bis Zeitraffer, von weiß ich nicht, Rasterelektronenmikroskop bis was immer sie wollen. Und fünftens Erzähler, die die Geschichte rüberbringen können. Und nicht zuletzt viel Geduld und, weil Zeit Geld kostet, einen ordentlichen Etat. Dankeschön.